Willkommen zurück bei den Lemmings. Heute wollen wir uns mal die Tricky-Version angucken. Wenn man sich das guckt, letztens hatten wir die 30 Fun-Level gemacht und jetzt schauen wir uns die Tricky-Level an. Danach kommt Taxing und Mayhem. Also es wird immer schwieriger, aber Tricky geht, glaube ich, vom Schwierigkeitsgrad her. Also dann machen wir mal die ersten Level von Tricky. This should be a doddle. 50% müssen sicher ins Ziel kommen und wir haben 4 Minuten. Gut, schauen wir mal. Gut, der Anfang sieht einfach aus. Wir haben 10 Brückenbauer. Mal kurz Pause und hier einen Stopper nehmen. Stopper ist hier natürlich. So, und der dort wird unser Bauer. Wird noch nicht reichen, also noch eine Brücke. So, und dann müssen wir hier rechtzeitig gerade ausgraben und dann ist es der Level schon. Und ihn sprengen wir schon mal weg, um Zeit zu gewinnen. Gut. Bis die hier sind, ist er bestimmt durchgegraben. Genau. So, also der war ja noch relativ einfach. Und die restlichen auch noch alle rausschmeißen. So, sind sie alle draußen. Hier haben wir zu zweit, weil die ja am Anfang hin und her gelaufen sind. Die 16% haben wir schon. Da kommt die große Masse an Lemmingen noch. Und wir haben es geschafft. 50% sind erledigt und es kommen noch 20 rein. Gut, schauen wir uns den nächsten Level an. Level 2. We all fall down. Wir fallen alle runter. Das hoffe ich nicht. Langsame Release-Rate. Alle müssen sich sicher rein in 3 Minuten. Der Level kommt mir auch bekannt vor. Wahrscheinlich haben wir nicht so viel Zeit wie einst. Hier müssen sie wahrscheinlich... Vielleicht ist es doch ein anderer Level. Hier müssen sie wahrscheinlich alle durchgraben lassen. Weil das möglicherweise zu hoch für ein Lemming ist. Aber vielleicht ist die paar Pixel tiefer nicht zu hoch für ein Lemming. Also müssen wir hier 40 Mal draufdrücken. Ja, so scheint es zu klappen. So, mal schön nach unten graben. Ha.
So. Ich hoffe, ich verklickere mich hier nicht aus. Ich glaube, wir müssen ja nicht alle durchbringen. Aber wir versuchen es. Noch 13 haben wir übrig. Noch 10. Dann wird auch unser Untergrund knapp. Wenn wir noch ein paar mehr hätten, können wir hier vorne zeitig raus und sie würden in die Tiefe fallen. So, noch 2. So. Die hätten wir. Und wir haben noch 42 Sekunden Zeit. Ich glaube, man musste alle hier saven, oder? Prozent. So, der letzte kann auf den letzten Drücker. Gut. Das hätten wir ja. Ja, man musste wirklich alle durchbringen. Gut, auf zum nächsten Level. Okay, Level 3. A ladder would be handy. Eine Leiter wäre gut. Die Hälfte muss gerettet werden. 6 Minuten Zeit. Versuchen wir es mal. Also erstmal schauen. Erstmal umschauen. Hier ist Wasser. Hier brauchen wir eine Brücke. Und hier oben müssen sie rauf. Also, wir brauchen erstmal 2 Blocker. Na gut, machen wir weiter. Also. Und jetzt brauche ich hier einen Blocker. Und der blockt die anderen alle. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir auf eine Höhe rauskommen, wo die nicht zerschellen. Und dann haben wir 40 Brücken bauen. So viel werden wir hoffentlich nicht brauchen. So großer Unterschied wird es wahrscheinlich nicht machen, die Höhe, wo ich hier rauskomme. Aber wir werden ja sehen, ob es nicht zermöhlert, wenn er hier geradeaus runter macht. Und dann können wir schon mal hier den Brückenbauer einstellen. So, dann kann er gleich mal bis hier rüber. Wir müssen ja hier hochkommen. Sehen, ob wir das schaffen. Gleich weiterbauen. Man hört ja immer so ein Klicken kurz bevor er fertig ist. Und da muss man dann auf der Hut sein. Und immer wenn er die Achseln zuckt, gleich mal einen neuen Rucksack drauf. So, jetzt sind wir fast schon über dem Wasser. So, die Wasserspalte haben wir schon mal. Das ist nur die Frage, wenn man das hier so ein bisschen verlängert, kommt er hier raus. Wir sehen, ob er da hoch kann. Das wird knapp. So, jetzt werden wir sehen, ob es da hoch schafft. Und sehen, wenn er wieder hochkommt, ob es dann möglicherweise hier schon schafft. Es kann sein, dass er nur abgeprallt ist, weil er dort keinen Stein hinsetzen konnte. Also warten wir mal, bis es sich runddreht. So. Ich wechsle schon mal auf den Sprenger. Weil der muss weg, so
sollte der hier hochkommen. Jawohl. Okay. Gut, und jetzt sie alle. Gut. Ah, es ging schon, der Level. Sind ja auch aus dem Tricky. Nicht mehr ganz so einfach, aber immer noch nicht zu kompliziert. Ja, also kann sein, dass wir in höheren Leveln schon mehr Schwierigkeiten haben, aber das ging noch. Level 4. Here's one I prepared earlier. Hier ist etwas, was ich eher vorbereitet habe. 20% müssen durchkommen. 8 Minuten Zeit. Dann schauen wir mal. Also schon mal kommen sie auf Metall raus. So. Laufen in die Richtung. Ach so, kommen die hier hoch? Jetzt wäre die Frage, ob das denen zu steil ist oder nicht. Hier muss einer von der Gegenrichtung graben. Hier müssen wir Brücken bauen. Jede Menge Brücken bauen. Und dann sind wir da. Okay, sehen, ob sie hier hochkommen. Dann lassen sie mal hoch. Ja, jetzt ist die Frage, ob sie abprallen. Also, wenn sie hier wieder rückwärts gehen, ne? Dann hätte man schon mal ohne Stopper die alle relativ sicher, weil sie hier hin und her wandern. Ne? Ja, das klappt. So. Der klettert jetzt mal hier rauf. Der muss ja jetzt mit Brücken anfangen zu bauen. Da hoffe ich, dass das dann nicht so hoch ist. Denn eine muss er noch bauen. Wenn er hier runterfällt, dass er uns da nicht drauf geht. Ja, hat geklappt. Also, nächste Brücke. Also, den einen kriegen wir auf jeden Fall durch. So, jetzt haben wir die Abgründe hier schon mal überwunden. Der eine kommt durch. Und jetzt scheinen wir zwei zu brauchen. Ich brauche einen Stopper, um den hier rückwärts laufen zu lassen. Mal gucken, was hier drüben noch ist. Da ist dann der Level zu Ende. Zack, erste ist drin. So, jetzt brauchen wir einen neuen Climber. Wir müssen aber einen, der in die richtige Richtung läuft, erwischen. So, sehen. Ja. Das wird ein Stopper. Damit wir dann von der Gegenrichtung hier durchgraben können. Brauchen wir also noch einen Climber. Sehen, ob ich... Ja,
Ich habe immer Angst, dass ich hier einen erwischt habe, oder dann in eine andere Richtung laufe. Ne, war alles gut. So, na, da können wir doch hier, wenn der abgeprallt ist, hier rüber graben. So. Und hier machen wir schon mal einen Weg frei für die ganze Lemming-Schar, die jetzt gleich kommt. Genau. Ich glaube, in Lemmings 2, die Völker oder in irgendeinem anderen Lemmings-Teil war es jedenfalls so, dass man dann auch noch beschleunigen konnte. Also, dass die dann schneller gelaufen sind. Man konnte vorspulen sozusagen. Schauen wir uns mal dieses Lemming-Fließen an, wenn sie jetzt hier zum Eingang wandern, zum Durchgang in den nächsten Level. Und wir haben noch 4 Minuten reichlich Zeit. Okay, das hätten wir. So. Level 5. Careless clicking cost lives. Gut, da müssen wir aufpassen und vorsichtig klicken sozusagen. 20% müssen durchkommen, 5 Minuten. So, also der läuft hier rüber. Hier müssen wir durch. Hier müssen wir eine Brücke bauen und da müssen sie rein. Brauchen dann auf jeden Fall mal einen Stopper, dass nur der Erste für uns baut. So. Ich hoffe, der ist dann nicht... so blöd, dass sie hier ein Loch nach unten reißt und die dann nicht wieder hochkommt. Mal sehen, ob der jetzt wenigstens von dem abprallt. Jawohl. So, also machen wir erstmal gerade Ausgraber. Beziehungsweise es reicht auch ein, stopp. Ein Schräggraber. So, der kann dann gerade ausgraben. Das sollte funktionieren. Ah, es läuft hoffentlich nicht ganz zurück. Doch. Wir haben ja nur 4 Minuten. Müssen wir also beim nächsten Mal auf jeden Fall gut aufpassen. Jetzt kommt er wieder. Also, Achtung, jetzt. Ah, jetzt habe ich ihn zu tief. So, doch nochmal warten. Er rutscht jetzt hier runter. Vielleicht kann ich eine Treppe bauen, wenn er ungefähr hier ist. Ah, dann würde er nochmal zurücklaufen. Da verlieren wir bestimmt noch 1 Minute. Da wird es ganz schön eng. Gut, da bauen wir also nochmal einen Bauer, dass der hier wieder wendet. So, und jetzt gerade ausgräbt. Na gut, lass mal noch mal wenden, weil wir haben nicht die Zeit. So, jetzt gerade ausgraben. Ja, falsch. War noch das Falsche eingestellt. So, aber jetzt. Und jetzt hoffe ich, dass wir beim nächsten Mal gleich richtig erwischen. Jawohl. Naja, zu tief.
Wir dürfen auch nicht zu viele Brücken hier vom Meer an. Weil die Brücken bauen wir genau jetzt. Aber 12 werden wir nicht brauchen, aber ich habe nur noch 2,5 Minuten. Schon mal die Rate ein bisschen hochdrehen, dass sie nachher alle oben draußen sind. Zwei Minuten, das wird eng. So, der muss es jetzt schaffen. Ich muss nämlich jetzt hier vorne sprengen. Pause, sprengen auswählen. Pause weg. So. Und falls die hier ein zu großes Loch wird. Genau. Gut, das hätten wir. Und jetzt müssen sie alle durchkommen, bis die anderthalbe Minute weg ist. So, die letzten prallen ab. Der eine, naja. Ich glaube, wir brauchen ja nur 20%. Eine Minute 16 Sekunden. Haben uns halt hier ein bisschen verzettelt. Aber jetzt haben wir zumindest den Weg frei gemacht. Ich glaube, es müssten nur 20% sein, also dürften wir es haben. Ja. Na, und der letzte, ob der auch noch kommt. Ja, da könnte es auch noch in der Zeit schaffen. Jawohl, haben wir sie durchgebracht. Gut, schauen wir mal Level 6 an. Lemmingologie. 5 Lemmings sind's, wahrscheinlich 4 müssen gerettet werden in 5 Minuten. Also, gucken wir mal. So, wo müssen sie hin? Hier hin. So. Also müssen wir einen Climber hier draus machen. So. Und jetzt müssen wir mal schnell versuchen, dass der... hier was baut. Ah. So, jetzt nur die Frage, das ist zu hoch. Oh oh. Müsste man hier mit der Spitzhacke oder sowas runtergraben. Dass er nicht in den Tod fällt. Aber erst muss er eine Brücke bauen. Sehen, ob wir das hinkriegen.
So, gucken. Ja, hat geklappt. Ah, falsche. Falsche Taste, falscher Lemming war eingestellt. So, jetzt müssen wir hier noch einen zum Climber machen, und zwar einen, der möglichst in die richtige Richtung geht. Weil hier unten fehlt uns noch eine Brücke. So. Das sieht gut aus. Und jetzt lassen wir die anderen nachkommen. Und das müsste funktionieren. Level 7. Been there, seen it, done it. Kam, sah und siegte, würde man vielleicht sagen. 75 Lemmings, 5 Minuten wieder. Gut, schauen wir es uns mal an. So, wo müssen wir denn hin? Aha. Wir brauchen auf jeden Fall einen Stopper. Und noch einen Stopper. Kann sein, wenn der explodiert, dass der die Brücke dann hier kaputt macht. Ich hoffe nicht. Sonst reißt sie dann alle in den Tod. Können wir gleich mal ausprobieren. So, wir kommen weiter hoch. Nur gucken, dass wir hier nicht zu tief kommen. Zu hoch. Also das ist ja zu tief für die. Vielleicht versuchen wir hier schräg nach unten zu graben. Und dann gleich, sobald er durch ist, müssen wir aber die Treppe bauen. Hm.
eingestehen. So. Und wenn er sich ein bisschen runtergegraben hat, machen wir Brückenbauer draus. Ja, das klappt. Wenn er ganz oben ist, damit er nicht die Treppe wegmacht. Haben wir ja noch genug von den Dingern. Jetzt kann er schräg nach unten graben. So. Jetzt mal wieder einen Brückenbauer draus. Und das sollte dann nicht zu hoch sein. Probieren wir es aus, indem wir jetzt mal den hier sprengen, der hoffentlich die Brücke noch ganz lässt. Jetzt kommt es drauf an. Jawohl. Jetzt kommen ja immer noch welche. Wollen wir den Strom ein bisschen aufdrehen. So, das waren die letzten. Okay, das war ein kleines bisschen komplizierter, aber ließ sich immer noch einigermaßen lösen. Ne? %96. Gut. Weiter geht's mit Level 8. Lemming Sanctuary Inside. 80 Lemmings. Über der Hälfte muss man sicher durchbringen. Und wir haben 8 Minuten Zeit. So, jetzt haben wir... Oh, sie müssen nach oben. Okay. Wir haben jede Menge Bauer. Brauchen wir auch. Und ein paar Stopper. Die Stopper müssen aber... Auf dem richtigen, müssen wahrscheinlich auf dem Metalluntergrund sein. So, jetzt wählen wir die Brückenbauer aus. Und das wird unser Brückenbauer. So, wow, was müssen wir überschacht? 1, 2. Hätte ein bisschen knapp werden können. Geht erstmal kurz zurück, aber er kommt gleich wieder. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also jetzt müssen wir bis hier hintergehen, dann wenden und dann müssen wir hier eine Brücke hochzubauen. Ungefähr ab hier. Dass auch wirklich in die nächste Etage reicht. Hier muss man auch immer ein Stück bauen, weil hier ist immer so eine kleine Ritze, wo sie durchfallen können. So, jetzt hat es. Problem ist bloß, dass er... Naja, wir kriegen es hin. Also machen wir von... Wie lang geht so eine Brücke? Vielleicht von hier? Hoffen wir, dass sie bis ran reicht.
So, und so müssen wir das jetzt hier noch machen. Und hier auch. So. Noch 5 Minuten. Ich hoffe halt, wenn ich den hier unten spreng, dass die dann, dass es hier nicht einen Untergrund mit wegsprengt. Hier ist es ein bisschen kompliziert, hier muss man es genau im richtigen Winkel erwischen. So. Genau, bis ranbaut. Reicht nicht ganz. So, müssen wir hochkommen. Ohne hier an diese Ecke zu stoßen. Und gleich noch eine Treppe. So, jetzt muss man hier auch wieder wenden lassen. So. Das müsste bis ran reichen. Und dann ungefähr von hier aus zurück wahrscheinlich. So, gucken wir mal, ob es jetzt bis hoch schafft. Müsste eigentlich. So. Ah, wir haben gar keinen Sprenger. Da müssen wir also den überwinden durch eine Treppe. Das ist jetzt blöd. Ich glaube. Tja, wie kriegen wir den jetzt wieder zurück? Oh. Wie habe ich das jetzt gemacht? Weiß ich nicht, der hat eine Abkürzung genommen. Bin jetzt irgendwie hier durchgekommen. Ich habe die Treppe bis hier hochgebaut und sind irgendwie hier hochgeglitscht. Auch nicht schlecht. Normalerweise hätte ich hier über den Stopper drüber machen müssen. Weil ich leider auch den Stopper nicht mehr sprengen kann. Ja, und der eine hier, der letzte. Der ist kurz in die falsche Richtung gegangen. Und noch 3 Minuten Zeit. So. Jetzt läuft der Hauptstrom schon mal in die richtige Richtung. Jetzt füllt sich. Prozent. Eins, den wir nicht reinkriegen, ist der hier. Lassen wir mal den letzten noch hier hergehen und dann machen wir die allgemeine Sprengung. Ja, und dann haben wir den Level auch geschafft. So. Er schafft es noch durch, genau. Und der ist gleich weg. Genau. So, und das war der Level. Gut, also,
Das soll es dann für heute gewesen sein mit den Lemming. Nächstes Mal geht es dann bei Level 9 weiter. Bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Astronier.